on the finishing line can the European Green Deal promises be kept? This is die ganz kurz vor der Ziellinie können die Versprechen der des europäischen Green Deals eingehalten werden. Ich bin Christine Chemnitz und ich stehe der Abteilung für internationale Agrarpolitik vor der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin und ich werde diese Diskussion heute hier moderieren. Herzlichen Dank möchte ich richten an meine Kollegen der Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel und an das Team von Martin Häusling, die diese Debatte hier heute ermöglicht haben durch ihre Organisationsarbeit. Wenn wir auf den Trilog Einfluss nehmen möchten, dann ist das jetzt wirklich sozusagen die letzte Chance. Bevor wir beginnen, möchte ich ein paar technische, organisatorische Anmerkungen machen. Zunächst ist es so, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen werden. Die Veranstaltung wird auch gestreamt in englischer und deutscher Sprache auf YouTube. Und den Link werden wir auch gleich im Chat zur Verfügung stellen. Wir werden eine simultane Verdolmetschung haben in englischer und deutscher Sprache. Und die englische Verdolmetschung oder die deutsche, je nachdem, was Sie brauchen, finden Sie, wenn Sie unten links auf das Globus-Symbol klicken. Und dort können Sie dann die entsprechende Sprache, die Sie hören möchten, auswählen. Also Englisch oder Deutsch. Wenn Sie das Original hören möchten, müssen Sie den Inaktiv-Button anklicken. Nachdem wir die verschiedenen Präsentationen unserer Gäste gehört haben, werden wir eine aktive Debatte haben mit Ihnen allen Teilnehmern. Wir wissen, dass wir viele Teilnehmer haben und daher wäre es großartig, wenn Sie Ihre Fragen in dem Q&A-Tool eintragen könnten. Das finden Sie im unteren Bereich Ihres Bildschirms. Und ich denke, dass Sie alle in den letzten Monaten schon so viele Zoom-Seminare besucht haben, dass Sie wahrscheinlich diese Funktion schon kennen. Sie können auch bestimmte Fragen und Antworten liken. Dadurch wird dann die Rangfolge verbessert. Das heißt, Fragen mit vielen Likes rücken in der Rangfolge nach oben. Es wäre auch wunderbar, wenn Sie Ihren Namen angeben könnten, so damit wir wissen, wer die Frage gestellt hat. Dann möchte ich noch etwas zur Zeitplanung sagen. Das richtet sich mehr an die Redner. Ich habe hier ein Glas, das ist ein Glas von meiner Großtante, ein altes Glas. Und ich mache dann dieses Geräusch, wenn Sie sich dem Ende Ihrer Redezeit nähern. Und dann möchte ich Sie bitten, langsam zum Schluss zu kommen. Bevor ich jetzt an Martin Häusling übergebe, den Gastgeber, möchte ich unsere Redner kurz vorstellen. Und ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wir wirklich die erfahrensten und besten Analysten und Experten hier heute zusammengebracht haben. Herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit und ich möchte ganz herzlich willkommen heißen Harriet Bradley, bitte. Hebe deine Hand. Du bist leitende Beraterin, Senior Agriculture and Land Use Policy Advisor bei BirdLife Europe and Central Asia in Brüssel und wirst uns zu diesen Aspekten der Biodiversität hier Einblicke geben. Dann möchte ich als zweites begrüßen Tassos Aniotis. Er arbeitet für die Kommission und das tut er schon seit 15 Jahren, 16 Jahre tatsächlich, das habe ich gestern erfahren, auf dem LinkedIn-Profil von ihm. Und du bist Director of Simplification and Policy Analysis. Und daher also perfekt geeignet, um hier heute zu uns zu sprechen. Dann möchte ich ebenfalls herzlich begrüßen Alan Matthews. Er ist Professor für europäische Agrarpolitik am Trinity College in Irland und wenn ich mich auch Berater der Europäischen Kommission seit vielen, vielen Jahren. Ja. Okay, das kannst du vielleicht noch darstellen, das war nicht ganz richtig, was ich dir gesagt habe, aber du wirst dich sicher selber gleich besser noch vorstellen.
Ja, und wir freuen uns schon auf deinen sehr erkenntnisreichen Beitrag hier heute und das auch interessante Blogposts, die du immer veröffentlichst. Herzlich willkommen auch die beiden Autoren der Studie, die wir heute hier vorstellen werden, mit dem Titel Post 2022 GAP in den Trilog-Verhandlungen und Ausblick für die Strategiepläne. Einerseits ist der Autor Matteo Tang. Er ist Analyst, Politikanalyst beim Think Tank 2020. Er ist Experte für ländliche Entwicklung und Landwirtschaft. Und bei ARC 2020 macht er wirklich einen großartigen Job, um die Themen der GAP einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen. Dann haben wir Lebastian Lacker, den zweiten Autor. Er ist Professor für Agrarökonomie an der Universität Rostock und er ist einer der bekanntesten Analysten für Umweltauswirkungen im Bereich der GAP. Und last but not least, Martin Häusler, der Gastgeber heute, Mitglied des Europäischen Parlaments und für die Grünen und Koordinator für Agrikultur und Schattenberichterstatter für die Grüne Partei. Geben. Herzlichen Dank. Ja, thank you very much, Christine. I switch now in German, so we have interpretation. Ja, vielen Dank erstmal, dass das zustande gekommen ist. Vielen Dank auch an die vielen Experten, die sich heute Zeit genommen haben, weil wir sind tatsächlich, ja, wenn man so will, 6 Wochen vor Beendigung des Trilogs, des voraussichtlichen Beendigung des Trilogs, muss ich sagen, weil die Verhandlungen im Moment sehr schwer sind. Ich selber bin ja nicht nur im Europäischen Parlament, sondern ich bin auch noch Landwirt nebenher. Das heißt nicht mehr, ich mache die Landwirtschaft, sondern meine Söhne. Und ich habe 3 GAP-Reformen erlebt, sozusagen als aktiver Landwirt und jetzt 2 sozusagen meiner politischen Arbeit. Und jedes Mal ist es so, dass die Hoffnungen groß sind, dass sich am System was ändert. Das war schon unter der Ciolos-Reform so, dass gedacht wurde, die erste Säule können wir jetzt ergrünen. Das Greening hieß es damals, das bringt jetzt den großen Sprung nach vorne. Und wir können die Zahlungen gerechter machen und mehr für die Umwelt ausrichten. Wir alle wissen, dass das nicht funktioniert hat. Und wir kommen jetzt in die neue GAP, die jetzt schon seit 2,5 Jahren zwischen Parlament, Rat und Kommission verhandelt wird. Den Vorschlag hat ja noch der alte Kommissar Hogan gemacht. Jetzt sind wir seit Dezember letzten Jahres im Trilog, also in der entscheidenden Phase in den Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament. Und ich muss sagen, meine Befürchtung ist, dass man wieder mit guten Ideen vielleicht gestartet ist, aber im Laufe des Prozesses diese Ideen wieder verwässert werden, runtergebrochen werden auf Minimalanforderungen und wir es wieder nicht schaffen können, wenn nicht noch eine entscheidende Initiative kommt, dass wir tatsächlich die Zahlungen auch nach dem Green Deal ausrichten. Das ist ja der entscheidende Unterschied zwischen der letzten GAP und der jetzigen, dass wir eine Kommission haben, die Ziele ausgesprochen hat. Europa soll klimaneutral werden. Europa hat eine anspruchsvolle Biodiversitätsstrategie und eine Farm-to-Fork-Strategie. Und da sind sehr gute Ziele formuliert. Und leider haben wir das Problem, dass diese alte GAP-Reform, sage ich jetzt mal alt, weil sie von Hogan kam, nicht den neuen Zielen angepasst wurden und man jetzt versucht, das irgendwie da reinzuarbeiten. Und dann komme ich auf die entscheidenden Punkte, die wir jetzt gerade diskutiert und die mir auch Sorgen machen, dass sie nicht zum Ziel führen. Die neue Architektur ist, wir haben ein New Delivery Modell, das heißt, es soll an Ergebnissen gemessen werden für Umwelt, für Klima. Und da haben wir in der letzten Trilog versucht, die Kriterien dafür festzulegen. Schon da wurde deutlich, die Kriterien wurden verwässert und führen nicht dazu, dass wir klare Zielindikatoren haben. Und bei der grünen Architektur sind wir immer noch meilenweit von einem Kompromiss entfernt. 20 oder 30% der Gelder der ersten Säule für Eco-Schemes. Jetzt kann man sagen, okay, Eco-Schemes, was ist das? Die Frage muss gestellt werden. Die Eco-Schemes sind nach wie vor nicht klar benannt. Was beinhalten denn diese freiwilligen 30 oder 20% Zahlungen der ersten Säule?
viele in der Kommission und auch im Rat wollen da eher technische Lösungen. Dann heißt es Precision Farming, eine neue Form der Umweltpolitik. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass Precision Farming nicht viel mit Umweltpolitik zu tun hat, sondern ein technisches Instrument ist. Carbon Farming, auch wieder so ein Instrument, wo man sehr verschieden interpretieren kann. Ist es jetzt fluglose Bodenbearbeitung mit Glyphosat oder sind es wirklich nachhaltige Bodenmanagementfragen? Organic Agriculture kann man definieren, aber eigentlich wollen wir die Förderung des organischen Landbaus in der zweiten Säule. Und schließlich und endlich dann Methoden, soll auch Tierschutz in der ersten Säule gefördert werden, wobei wir nicht wissen, was da wirklich drunter zu verstehen ist. Spannend, die ganzen Diskussionen, aber auch spannend, und das richtet sich dann an die Kommission wieder, herauskommt, ja, bei den Eco-Schemes müssen wir auch WTO-Regeln beachten. Ja, aber was heißt das jetzt? Können wir den Bauern kein Anreizsystem geben? Können wir den Bauern jetzt nicht sagen, wenn ihr was für die Umwelt tut, werdet ihr besser belohnt, als wenn ihr nur Weizen oder Milch erzeugt? Das ist ein entscheidender Punkt, ob tatsächlich ein Anreizsystem für Umweltleistungen in der ersten Säule jetzt implementiert wird oder nicht. Und jetzt kommt wieder die gute alte WTO und das heißt, nein, können wir nicht machen. Und das sind alles Fragen, die nicht geklärt sind und die jetzt im Trilog, und ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, wo die Kommission sich nicht sonderlich bemüht, obwohl wir vor ein paar Wochen mal ein Gespräch hatten mit Herrn Timmermans an dieser Stelle, wo die beiden Studien, die Studie von ARK und von Sebastian Lagner vorgestellt wurden. Und Herr Timmermans gesagt hat, ja, wir müssten diese Umweltziele alle festmachen. Und seit dieser Veranstaltung warte ich eigentlich, dass Herr Timmermans in den Verhandlungen tatsächlich mal sich mehr zeigt und tatsächlich neue Vorschläge auf den Tisch legt. Bisher leider nicht passiert. Und wir sind auch weit davon entfernt, dass der Rat Einsicht zeigt. Und der Rat sagt nur, ja, die neuen Modelle sind schön, aber in erster Linie dienen sie dazu, den Mitgliedsländern mehr Freiheiten zu lassen. Ich glaube, dass natürlich wir regional die Strategien anpassen müssen. Aber was der Rat unter Freiheiten versteht, umtreibt mich ein wenig mit Sorge. Denn da geht es mehr darum, allein eigene Agrarpolitik zu machen und nicht in europäischen Sinne Agrarpolitik zu machen. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Wir brauchen eine gemeinsame Agrarpolitik, aber wir müssen auch die Ziele gemeinsam in Europa festlegen. Und ansonsten fliegt uns das Ganze um die Ohren und das müssen wir verhindern. Vielen Dank und ich freue mich auf eine interessante, hoffentlich erkenntnisreiche Diskussion und die Fragen im Anschluss. Ich gebe weiter. Vielen Dank, Christine, für die Anmoderation. Und wir können weitergehen. Thank you very much, Martin. That was great framing already for the following presentation. And I welcome now Matteo and Sebastian. Can you please switch on? Müsse jetzt Matteo und Sebastian, würden Sie bitte Ihre Kameras anmachen? Wer wird beginnen? Sie analysieren ja die unterschiedlichen Positionen der Parteien und werden uns hierzu sicherlich ein paar Einblicke geben. Matteo beginnt. Wunderbar. Sehen Sie meine Folie? Wir sehen sie. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen, Martin und Christine. Vielen Dank für die Gelegenheit, diese Studie vorzustellen. Für mich ist es eine Ehre, hier mit dabei zu sein. Im Januar diesen Jahres wurde die Studie veröffentlicht und sie besteht aus 4 Teilen. Aber wir werden heute 2 Teile vorstellen und Sebastian wird dann später noch das Kapitel über Deutschland vortragen. Der erste Teil ist eine Punkt-für-Punkt-Analyse, um zu überprüfen, ob die Änderungen, über die die Mitgesetzgeber im Oktober 2020 abgestimmt haben, den Ambitionen des Europäischen Green Deals gerecht werden. Und im zweiten Teil skizzieren wir 4 Szenarien, um die GAP dennoch mit dem Green Deal in Einklang zu bringen. Ich gehe davon aus, dass alle wissen, wie es zu diesem Gesetzesrahmen gekommen ist. Ich werde also jetzt nicht die Details
hier erörtern. Es gab natürlich einen Wechsel des Kommissars. Mit der neuen GAP wird in der Tat eine Menge Befugnisse und Verantwortlichkeiten von Brüssel in die nationalen Hauptstädte übertragen. Sehr wichtig ist auch die Übertragung der gemeinsamen Marktorganisationen auf die nationale Ebene. Aber wir sind ja heute hier, um darüber zu reden, ob die GAP mit dem European Green Deal in Einklang zu bringen ist. Insbesondere mit ihren Strategien vom Erzeuger zum Verbraucher und Biodiversität, ohne dabei auch den Bioaktionsplan, das Europäische Klimagesetz, die Handels- und Investitionsabkommen wie EU-Mercosur und all die Probleme in Bezug auf den Rückgang der biologischen Vielfalt, das Verschwinden von Landwirten, die Landkonzentration. Also all diese Probleme, die wir in dieser gemeinsamen Agrarpolitik angehen müssen. Die große Frage ist, ob die gemeinsame Agrarpolitik im Einklang ist mit dem Green Deal. Und hier haben wir das Arbeitsdokument der Kommission uns genauer angeschaut. Wie Sie hier auf der Folie sehen, gibt es 6 Bedingungen, die einzuhalten waren. Und darunter sehen Sie noch 3 weitere Veränderungsanträge, die die Kommission verlangt hat, zusätzlich zum ursprünglichen Vorschlag. Wir haben das alles einmal genauer angeschaut, um zu sehen, ob die Gesetzesgeber diese Bedingungen auch respektiert haben oder nicht. Gerne gehe ich in jedes Kriterium ein, aber das würde wahrscheinlich zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Momentan ist es ja auch eindeutig, dass die gemeinsame Agrarpolitik nicht im Einklang mit dem Green Deal ist. Alle diese Bedingungen wurden entweder systematisch verwässert während des Trilogs, das begann bereits im Oktober, oder aber die Positionen sind den Erwartungen der Kommission nicht gerecht geworden. Wer glaubt, dass die zukünftige gemeinsame Agrarpolitik im Einklang sein wird mit der Green Deal, macht sich entweder etwas vor oder aber diese Personen berücksichtigen nicht die Positionen der Gesetzesgeber. Wenn wir einmal analysieren, was passiert ist, so ist klar, dass der Rat und das Parlament den grünen Deal gebilligt haben, aber was die gemeinsame Agrarpolitik angeht, so haben sie keine Ziele in die Rechtsakte mit aufgenommen. Was die Reduzierung der antimikrobiellen Resistenz angeht, so haben wir vielleicht eine gemeinsame Agrarpolitik, die den Tierschutz und die antibiotischen Gesetze nicht mal im Anhang mit aufnehmen. Was die Entwicklung eines nationalen Aktionplans für den ökologischen Landbau angeht, um den Anteil des ökologischen Landbaus zu erhöhen, ja, der Beitrag der GAP-Strategiepläne wird später im Jahr 2023 überprüft, wenn die Pläne bereits genehmigt sind. Wenn es darum geht, den Verlust der Biodiversität zu stoppen, so haben wir gesehen, dass es eine Verwässerung gab aller Konditionalitäten in Bezug auf die Torfgebiete, Feuchtgebiete und Dauergrünland. Während der letzten Trilogsitzungen gibt es immer noch offene Themen, aber im Allgemeinen kann gesagt werden, dass das Level in Europa nicht unbedingt hoch geblieben ist. Der Green Deal forderte, dass mindestens 10% der landwirtschaftlichen Fläche nicht produktiven Landschaftselementen gewidmet werden, um den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen. Und die gemeinsame Agrarpolitik wird höchstwahrscheinlich 3% bringen oder 5%, wenn sie die Zwischenfrüchte mit einschließen. Das ist der mehr oder weniger der derzeitige Sachstand. Natürlich stehen immer noch weitere Sitzungen an, das muss also noch entschieden werden. Die
Momentan ist es recht schwer zu verstehen, was keine Ökoregelung ist, fast schwerer als zu verstehen, was eine Ökoregelung ist. Was die Umweltausgaben angeht, im Rahmen der zweiten Säule, so sind diese von 30% auf 35% gestiegen. Aber diese Umweltausgaben sind auch verwässert worden. Die Verbindung zum Umweltschutz ist nicht immer klar. Wenn es darum geht, die Positionen der Bauern entlang der Lieferketten zu stärken, es geht hier um Marktunterstützung und Bauerorganisationen. Hier gibt es keine Richtung der Europäischen Union, sagt der Referent, ob dieses Geld weiterhin an große Zwischenmänner gehen wird, die mit Bauern Verträge unterzeichnen. Wir haben keine Infos bekommen, inwiefern dieses Geld dann auch an die Bauer geht und inwiefern die Nettovorteile dieser Organisationen auch mit den Bauern geteilt werden. Es kann also nicht behauptet werden, dass diese Maßnahmen die Positionen stärken, sagt der Referent. Wir wissen nicht, wie viel dieses Geld es dann auch tatsächlich eine faire Lieferkette fördern wird. Die GAP alleine kann natürlich nicht alle ambitiösen Ziele des Grünen Deals erreichen. Deswegen ist wichtig, dass auf nationaler Ebene die Minister auch mit anderen politischen Instrumenten arbeiten, Besteuerungen, Gesetzen, die mit der GAP zusammengearbeitet hätten. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Auf europäischer Ebene wird die gemeinsame Agrarpolitik weder im Einklang mit dem europäischen Green Deal sein, noch stellt sie eine substanzielle Reform des Business as usual dar. So, jetzt gibt es also einige Szenarien. Das vielversprechende Szenario ist das Erreichen eines besseren Abkommens. Wir hofften, dass die Mitgesetzgeber aufrichtig mit der Kommission zusammenarbeiten würden, um das Ambitionsniveau zu verbessern. Stattdessen gab es aber unglaublich viele Meinungsverschiedenheiten. Es gab Unstimmigkeiten zwischen dem Green Deal und den europäischen Verträgen. Des Weiteren gab es Unstimmigkeiten in Bezug auf das Fehlen einer Folgenabschätzung. Wir geben in dieser GAP Unterstützung für die Tabak-, Soja- und Tomatenproduktion. Es gibt hierfür aber keine Folgenabschätzung. Wir geben diese Gelder einfach aus. Wenn es aber darum geht, die Ambitionen zu erhöhen, so gibt es sehr viel Resistenz und allerlei Argumente, die darauf abzielen, Veränderungen zu blockieren. Das Erreichen einer Einigung und indem man den Ehrgeiz erhöht. Dadurch hätten wir doch beweisen können, dass die Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik, wie es in den Verträgen steht, immer noch den derzeitigen Herausforderungen gerecht werden. Und das bezieht sich ja auf die Bereitstellung öffentlicher Güter. Wenn wir hierin scheitern, dann sollten wir bei der nächsten Reform diese Artikel nochmal überdenken. Und dieses Jahr gibt es ja die Konferenz zur Zukunft Europas. Und als Bürgerinnen und Bürger sollten wir sicherstellen, dass die gemeinsame Agrarpolitik auch wahrlich eine ländliche Agenda ist. Das zweite Szenario, das wir uns genauer angeschaut haben, ist der Rückzug aus dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission aus dem Jahr 2018.
Die Hoffnung war also, einen neuen Vorschlag dann zu haben, der im Einklang ist mit dem Green Deal. Theoretisch ist das immer noch möglich, aber offensichtlich ist es zu spät. Es ist noch nicht passiert, hauptsächlich, weil es einfach zu viele unterschiedliche Interessen gibt, die sich jeder größeren Änderung widersetzen. Und natürlich ist die GAP wie diese ein großer Gewinn für die Mitgliedstaaten und die großen Verbände. Dass es uns nicht gelungen ist, diese gemeinsame Agrarpolitik zurückzunehmen, liegt auch daran, dass es keine Alternativen gibt, die so etabliert sind wie die gemeinsame Agrarpolitik. Es gibt momentan einfach keine vergleichbare Politik, die vorstellbar wäre. Immer mehr regionale und nationale Regierungen stellen jetzt Agrar- und Ernährungsstrategien zusammen, wie auch in Irland zum Beispiel. Hier versucht man sich, die Systeme holistisch anzuschauen. Aber in diesen Strategien fehlt es immer noch an einer ländlichen Dimension. Was auch immer sie versuchen zu tun, um die Nachhaltigkeit der Kette zu verbessern, ja, es müssten trotzdem noch die ländlichen Aspekte berücksichtigt werden. Wir hatten gehofft, dass es hier einen kohärenteren Ansatz gegeben hätte. Im dritten Szenario geht es darum, den Ehrgeiz zu steigern. Es gibt drei Momente, wo das möglich ist, während des Entwurfsprozesses. Was passiert da jetzt? Während des Einreichungs- und Zulassungsprozesses, also von Dezember bis, es ist noch unklar, was da der Zeitrahmen ist für die Zulassung, sagt der Referent. Die Verfahren sind dabei jetzt klar. Und auch während der Leistungsüberprüfungen. Die Kommission wird auch eine mittelfristige Bewertung vornehmen, 3 Jahre, strategischen Pläne in Kraft getreten sind, also 2026, 1 Jahr vor Ende der Programmierungsperiode, 2 Jahre, nachdem das neue Europäische Parlament gewählt wird. Wenn wir also die gemeinsame Agrarpolitik verändern möchten, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür, während der Entwurfsphase. Und deswegen hoffen wir, dass DG Envy, die sich ja die strategischen Pläne anschauen wird. Es gab da auch eine Ausschreibung für externen Support für diese Untersuchung. Und man weiß noch nicht, wie man da mit DG Agri bei der Genehmigung zusammenarbeiten wird. Die letzte Sache, die ich noch sagen möchte, zu diesen Öko-Regelungen, diesen Eco-Schemes. Wir machen uns Sorgen über die Gespräche, die in Frankreich, Italien und Spanien stattfinden in Bezug auf diese Öko-Regelungen. Wir wissen, dass der Entwurf dieser Öko-Regelungen sehr schwierig sein wird. Der Einfachheit zuliebe kann es aber nicht sein, dass es Zahlungen gibt mit nur sehr niedrigen Verpflichtungen, wo immer noch unklar ist, wie die ökologischen Ziele priorisiert werden. Deswegen hegen wir die Hoffnung, dass es Klarheit geben wird von Seite der Kommission, dass da ganz klar gesagt wird, was eine Ökoregelung ist und was keine Ökoregelung ist. Und ja, abschließend möchte ich noch auf das letzte Szenario eingehen. Es wird 127 Millionen Euro geben für die Programmperiode, für den Austausch bewährter Verfahren zur Verbesserung der GAP-strategischen Pläne. Es gibt hier also wirklich viel Potenzial. Wir müssen aber auch die Realität berücksichtigen und die ganzen strukturellen Hürden, die in den Mitgliedstaaten leider immer noch stehen. So, all diese Szenarien sind immer noch möglich. Sehr gerne bespreche ich das mit Ihnen, mit den Panelisten, und ich freue mich natürlich auch auf Ihre Kommentare. Vielen Dank. Matteo, I just directly hand over to you, Sebastian, and you provide us an insight on the... Herzlichen Dank, Matteo. Und dann möchte ich an Sebastian übergeben für den zweiten Teil. You are still muted. Please unmute yourself.
Yeah, always the same mistakes. Thank you, Christine. Immer die gleichen Fehler. Danke, Christine, für diesen Hinweis. Danke, Matteo, und herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte kurz das als Fallbeispiel Deutschland vorstellen. Die Idee dahinter ist, dass Deutschland ein sehr interessantes Fallbeispiel ist, denn es ist ja die größte Volkswirtschaft in der EU. Und eine schlechte Umsetzung würde hier sicher nicht aufgrund fehlender öffentlicher Mittel passieren. Das Landwirtschaftssystem in Deutschland ist sehr, sehr dynamisch. Und wir könnten eine gute Leistung bringen in diesem Bereich, haben aber auch diverse Probleme. Wir erfüllen immer noch nicht die Ziele des Pariser Abkommens. Und es gibt große Debatten über das Tierwohl, auch um den Abbau der Biodiversität. Es gibt also viele Herausforderungen in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich der landwirtschaftliche Bereich, der landwirtschaftliche Sektor sehr betroffen. Früher, bei vorherigen Verhandlungsrunden war es so, dass die Landwirtschaft nicht so stark unter Druck war und die Preise natürlich auch besser waren. Und heute haben wir halt Probleme, die ich jetzt hier vorstellen möchte. Und ich möchte jetzt hier einige Faktoren vorstellen, die bereits in Deutschland umgesetzt wurden. Die Konditionalität ist recht gering in Deutschland. Matteo hat gesagt, dass viele Dinge verwässert wurden und teilweise zurückgegangen wurde auf die Kriterien von 2014 bis 2020. Die GLEZ 1 ist sehr wichtig, die Erhaltung von Dauergrünland. Auch das sind Bereiche, die 2014 bis 2020 bereits enthalten waren. Die Frage ist nun, wie können diese Probleme gelöst werden? Problematisch in Deutschland ist, dass das Hauptziel für die Konditionalität ja darin bestehen sollte, dass wir faire, gleiche Bedingungen für alle in Europa schaffen sollten, damit die Landwirte unter gleichen Regeln und Bedingungen arbeiten. Und in Deutschland wurde da einfach gesagt, okay, wir bleiben einfach bei dem, was im Trilog beschlossen wird. Und das bedeutet, dass wir im Prinzip so ein Unbekannte kaufen, weil wir ja nicht wissen, was im Trilog in Brüssel herauskommen wird. Das heißt, Deutschland war in diesem Bereich nicht besonders ehrgeizig. Und wir werden unsere Probleme in Deutschland nicht lösen, wenn wir das einfach abgeben auf die europäische Ebene. Jetzt komme ich zu diesen Eco-Schemes, die ja schon erwähnt wurden. Dieses Instrument ist ja allen wahrscheinlich sehr gut bekannt. Hier gibt es verschiedene Problemstellungen, die systeminhärent sind. Die Vertragsdauer, die Ziele, die ja ausgeweitet wurden, die Wirksamkeit und Effektivität der Maßnahmen, die ja wichtig sind, um dieses Tool wirklich wirksam einsetzen zu können. In unserer Studie haben wir sehr allgemeine Empfehlungen formuliert zu den Eco-Schemes und die konsistente Umsetzung war eine der wichtigsten Empfehlungen. Das heißt, die Auszahlungsmechanismen, das ist etwas, was Matteo ja auch schon gesagt hat, ist ein ganz wichtiges Instrument, so einen Anreiz für Landwirte zu schaffen, die sich entsprechend beteiligen. Das heißt, Anreize, ein Top-up zu bieten, konsistent, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und dann haben wir natürlich diese WTO-Debatte und ich hoffe, dass Alan da später noch ein bisschen drauf eingehen wird. In Deutschland sind die Entscheidungen zu den Eco-Schemes im Prinzip schon getroffen. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt komme ich zum ökologischen Landbau. Es gibt die Biodiversitätsstrategie. Bis 2030 sollen 25% in der EU des Landbaus organisch, ökologisch erfolgen. Das bedeutet, dass wir weitere 27,6 Millionen Hektar zusätzlich brauchen, um dieses Ziel zu erreichen.
Das ist also noch ein Weg, den wir da gehen müssen. Und wenn wir eine Wachstumsstrategie für den Markt entwickeln wollen, muss diese Strategie natürlich auch mit den Eco-Schemes irgendwie kompatibel sein. Es macht ja keinen Sinn, Eco-Schemes einzurichten, wenn dann der ökologische Landbau total benachteiligt wird. Wichtig ist also, einen Aktionsplan zu haben. Da gibt es schon einen Entwurf, aber der muss noch ausgearbeitet werden. Ich habe hier dann auch noch zu den Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen einige problematische Bereiche aufgelistet, möchte dann aber vielleicht eher auf andere Dinge mich jetzt konzentrieren. Der ökologische Landbau ist eine gute Option, um die Umweltbilanz zu verbessern, aber natürlich nicht die einzige Option, die wir haben. Und es ist eine Option, die natürlich nicht alle Probleme lösen wird. Und deshalb müssen wir ganz genau überlegen, ob diese 25% wirklich imperativ sind, wichtig sind. Und ob wir da nicht vielleicht etwas flexibler agieren könnten. Das Problem liegt darin, dass wir dieses, in Deutschland haben wir ein Wachstumsziel von 20% im Bereich des ökologischen Landbaus und der Markt für organische, ökologische Produkte ist recht groß in Deutschland. Wir haben fast schon einen Anteil von 10% im Markt und es gibt ein Szenario, wenn wir also das Wachstum der letzten 18 Jahre weiter ansetzen und auf die Zukunft potenzieren, dann haben wir ungefähr ein Wachstum von 0,25% pro Jahr und dann werden wir unser Ziel im Jahr 2064 erreichen. Das ist also eine langfristige Perspektive. Dann gibt es ein zweites Szenario. Wenn man jetzt das Wachstum in Deutschland der letzten 5 Jahre zugrunde legt und dann vielleicht ein Wachstum pro Jahr von 0,5% haben, dann würden wir das Ziel im Jahr 2043 erreichen. Das ist also auch noch nicht besonders zufriedenstellend. Das heißt, wir müssen das Ganze verdoppeln auf ungefähr 1%. Das ist das von mir genannte, sogenannte Klöckner-Szenario. Und das würde bedeuten, dass wir das Ziel im Jahr 2030 erreichen würden. Die deutsche Regierung hat dieses Ziel ausgegeben, aber ich frage mich dann immer, was wird denn tatsächlich getan, um das auch zu erreichen? Die Strategie für den ökologischen Landbau ist nicht besonders dynamisch in ihrer Entwicklung. Das heißt, wir werden dieses Ziel nicht lösen, wenn wir weiter fortschreiten wie bisher. Nun zu den Eco-Schemes. Unser Ministerium und die State Ministries haben also vielversprechende Strategien aufgesetzt. Eco-Schemes in Deutschland entwickeln sich also nicht schlecht, aber die Details sind ja noch nicht bekannt und wir kennen ja die Zahlungsströme auch noch nicht und das ist problematisch. Das heißt, wir werden hier vielleicht nicht den systemischen Wandel sehen, den wir brauchen, um die großen Probleme des Sektors zu lösen. Ich werde die finanziellen Details jetzt nicht näher beleuchten. Da können wir vielleicht in unserer Diskussion später zurückkommen. Wir haben also berechnet, wie viel Geld für Umweltmaßnahmen in Deutschland zur Verfügung steht. Und da sah die Lage gar nicht so schlecht aus. Aber die große Frage ist jetzt ja, wie werden wir den Green Deal umsetzen können? Und um ehrlich zu sein, muss man sagen, und Martin hat ja auch schon gesagt, dass die Strategien nach dem Vorschlag erst eingebracht wurden. Und das ist meiner Meinung nach das Problem. Das Parlament und der Rat könnten ja diese Chance ergreifen. Die GAP-Reform hat ja einige Optionen an Bord. Und diese Optionen könnten wir nutzen, aber wir brauchen eine ehrgeizige Umsetzung. Und einige der Ziele, und das ist etwas, was wir sagen müssen, gehen ja über den typischen Rahmen der GAP hinaus. Pestizide, Nährstoffe, Düngerpolitiken, Strategien gehen ja über den Rahmen der GAP hinaus. Was bedeutet, dass die Mitgliedstaaten und das Parlament, aber insbesondere die nationalen Regierungen, hier Verantwortung übernehmen müssen und sich diese Strategie zu eigen machen müssen, weil sie ansonsten einfach nicht funktionieren wird. Wir brauchen also eine ehrgeizige Umsetzung, dann brauchen wir verschiedene Strategien und Politiken, die über die GAP hinausgehen, zum Beispiel eine Düngemittelstrategie, dann auch
eine Regulierung für Pestizide. Da kann man zum Beispiel über Besteuerung nachdenken. Da gibt es sehr interessante Forschungsarbeiten zu diesem Thema. Dann Klimaaktionen, Klimaschutzaktionen. Wir müssen einen Plan für die Torfgebiete entwickeln und natürlich die Ernährungspolitik. Und das sind also wichtige Pfeiler. Und ganz wichtig als dritter Punkt, die Mitgliedstaaten müssen auch nationale Mittel hinzufügen. Und die Kommission muss eine aktive Rolle übernehmen, damit wir das Ganze dann, die nationalen Politiken dann auch überprüfen. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank, dass ich hier etwas sagen durfte. Und ja, dann freue ich mich später auf die Fragen- und Antwortrunde. Vielen Dank, Sebastian, für diese Einblicke und vielen Dank, Matteo. Ich möchte jetzt Alan bitten, seine Kamera anzumachen. Die Studie haben Sie sicherlich bereits gelesen. Sie haben sicherlich auch Ihre eigenen Gedanken dazu. Und jetzt auch mal in Bezug auf den Verhandlungsstand. Aus Ihrer Warte, was sind die wichtigsten Verbesserungen, die immer noch möglich wären? Und vielleicht könnten Sie auch auf die Frage der WTO eingehen. Ja, vielen Dank, Christine. Und vielen Dank, Matteo und Sebastian, für diesen wirklich sehr wertvollen Bericht. Den Überblick über die Positionen der drei Trilogparteien zu behalten, ist sowohl zeitaufwendig als auch mühsam. Allein das vierspaltige Dokument für die Verordnung über die Strategiepläne umfasst 780 Seiten und das ohne die Anhänge. Es ist also großartig, jemanden zu haben, der sich das angeschaut hat und der auf die wichtigsten Themen eingehen kann. Wir sollten erkennen, dass es einen großen Schritt nach vorne in Sachen Transparenz anlässlich dieser GAP-Reform gegeben hat. Das Sekretariat hat zum ersten Mal die Trilogdokumente öffentlich zugänglich gemacht. Diejenigen in der Brüsseler Blase haben in der Vergangenheit ihre Netzwerke verwenden können, um dies einzusehen. Für die Outsider, die versuchen, diesen Gesprächen zu folgen, ist das doch ein wichtiger Schritt nach vorne, auch wenn es manchmal Verzögerungen bei der Veröffentlichung gibt. Nun, um auf die Frage von Christine einzugehen. Was ist wichtig jetzt in diesen letzten Trilogwochen? Auf eine Sache möchte ich eingehen, die in dem Bericht nicht erwähnt wurde, meiner Meinung nach aber wirklich sehr wichtig ist. Und das ist die Definition des zulässigen Hektars. Klingt jetzt wie ein sehr technisches Thema, ist aber sehr wichtig, denn momentan ist es ja so, dass Bereiche, die von Zahlungen profitieren, Gebiete sein müssen, die auch für landwirtschaftliche Aktivitäten verwendet werden. Muss also entweder aktiv angebaut werden oder in einem Zustand sein, sodass das Land geeignet ist für die Zucht. Das bedeutet, dass Agrarflächen, die von hohem Wert sind für die Artenvielfalt, Teiche zum Beispiel, dass diese momentan nicht zulässig sind für Unterstützung. Das bietet Bauern natürlich einen Anreiz, diese zulässig zu machen. Und das wiederum führt zu einem Verlust von Bio- oder Artenvielfalt-Lebensräumen. Der Rat und das Parlament haben Veränderungen vorgeschlagen, die es ermöglichen würde, dass Biotopen als zulässige Hektars definiert werden könnten. Und das Parlament hat auch eine wichtige Veränderung, die landwirtschaftliche Bereiche ausschließen würden, die aus der Konversion sich ergeben haben, damit das für GAP-Zahlungen zulässig wird, solange diese Konversion, wie in diesem Fall, eine negative Auswirkung auf die Umwelt haben würde.
die Definition eines zulässigen Hektars richtig zu bekommen, sollte meiner Meinung nach eine ganz wichtige Priorität in dieser Reform sein. Ja, in Bezug auf die grüne Architektur, ja, da bin ich mit Matteo und Sebastian einverstanden, dass der Kommissionsvorschlag enttäuschend ist, vor allem in Bezug auf GAEC 9, wonach es eine Mindestfläche für nicht produktives Land geben müsste. Und die Kommission schlägt vor, dass diese Anforderung für alle landwirtschaftlichen Flächen gelten würde und nicht nur für Ackerland ab einer bestimmten Größe. Es ist ein wichtiger Grundsatz, dass alle Landwirte aufgefordert werden sollten, einen Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt zu leisten. Es bietet auch eine gewisse Basislinie, die verwendet werden kann, um Landwirte für das Überschreiten dieses Mindestniveaus mit Hilfe von Ökoregelungen oder Agrarumbezahlungen zu bezahlen. Sie kann auch den Weg für die Einbeziehungen dieser Flächen in die förderfähigen Hektarzahlen der GAP eröffnen, wenn die Änderungsanträge zur Ausweitung der Definition eines zulässigen oder förderfähigen Hektars umgesetzt werden. Die Meinung der Gesetzgeber hier zu verändern sollte jetzt hier durchaus eine hohe Priorität sein. Es ist auch bedauerlich, dass der Rat und das Parlament beschlossen haben, GAEC 5 zu eliminieren, wonach Bauer das Nachhaltigkeitsinstrument für Nährstoffe verwenden müssten. Bedauerlich, vor allem angesichts der Notwendigkeit, den Düngemitteleinsatz durch eine effizientere Nutzung der Nährstoffe zu verringern und die Lachgasemissionen und Nitratauswaschungen in die Gewässer zu reduzieren. Es sollte offensichtlich sein, dass jeder Landwirt, der öffentliche Unterstützung erhält, in der Lage sein sollte, nachzuweisen, dass er sich der Auswirkungen seines Düngemitteleinsatzes bewusst ist und dass es in seinem Interesse ist, das zu optimieren. Der Rat und das Parlament haben sich darauf geeinigt, dass die landwirtschaftlichen Beratungsdienste bis spätestens 2024 in der Lage sein sollten, über die Verwendung eines digitalen Tools zur Steuerung der Nährstoffflüsse zu beraten. Aber sie machen es nicht zur Pflicht, dass die Landwirte dieses Tool nutzen müssen. Es wird zu Recht viel über einige der diskutierten Prozentsätze gesprochen, wie zum Beispiel der Anteil der Ökoregelungen am Budget der ersten Säule und den Anteil der Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen an der zweiten. Ein Mindestanteil von 30% wäre natürlich großartig. Wie Sebastian sagte, würde das sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten, die ehrgeizig sein wollen, nicht durch Bedenken zurückgehalten werden, dass sie die Wettbewerbsbedingungen zulasten ihrer Landwirte verzerren. Es sieht so aus, als könnte sich der Rat darauf einigen, schrittweise auf 25% zu gehen. Aber das gilt es noch abzuwarten. Dann gibt es noch die zweite Säule. Da gibt es den Vorschlag der Kommission, dass die ANC-Zahlungen nicht unter diese Überschrift fallen würden. Es gibt hier also doch auch noch Potenzial, Fortschritte zu erzielen. Gut, vielleicht können wir uns über die Welthandelsorganisation während unserer Podiumsdiskussion unterhalten, was die Ziele des grünen Deals angeht. Es ist natürlich enttäuschend, dass diese Ziele nicht ihren Weg in das Gesetz selbst finden. Für mich ist aber ganz wichtig der Anhang 11. Anhang 11 spricht über die Gesetze im Bereich der Umwelt, wo die GAP-strategischen Pläne auch zeigen müssen, dass sie einen Beitrag leisten müssen. Und hier gibt es Ziele, wie zum Beispiel im Bereich der Verbesserung der Luft- und Wasserqualität. Es gibt auch Ziele zur Verbesserung der Biodiversität. Es gibt also eine Grundlage. Auch wenn wir keine spezifischen quantitativen Ziele im Gesetz haben, es gibt die Grundlage, die einen rigorösen Zulassungsprozess beansprucht, um zu sehen, ob die strategischen Pläne auch wirklich zum Prozess des Grünen Deals beitragen. Vielen Dank, ich freue mich auf unser Gespräch.
Thank you so much, Alan, for your perspective on all this. And actually, ja, herzlichen Dank für diese Einblicke. Und das ist eine perfekte Übergabe jetzt zu Tassos. Tassos, du bist bereit. Danke, dass du deine Kamera angemacht hast. Ja. Und ich bin wirklich interessiert, nun zu hören, wie die Perspektive der Kommission zum aktuellen Stand der Verhandlungen aussieht. Alan hat ja gesagt, dass es möglich ist, einen Green Deal wirklich umzusetzen. Was denkst du darüber? Ja, herzlichen Dank. Ich habe nur 7 Minuten. Ich werde mein Bestes geben, um in dieser kurzen Zeit wertvolle Informationen zu geben. Ich möchte zu diesem wunderbaren Studie erstmal gratulieren, die wirklich sich beschäftigt mit wichtigen Themen in diesem Bereich und die auch für uns wichtige Einblicke liefert. Wir haben natürlich sehr viel über diese Themen auch nachgedacht, über all diese Punkte. Ich bin nicht nur 15 Jahre, sondern sehr viel länger in diesem Bereich tätig. Und das ist die 6. Reform, die ich begleite. Und meine Lehre daraus ist, dass es am allerwichtigsten ist, dass man einen Prozess startet, der nicht reversibel ist. Und dazu muss man den Prozess richtig und gut starten. Das hat sich ja auch schon in der Präsentation von Sebastian und Matteo ablesen lassen. Wir haben eine Chance, die allen bekannt und bewusst ist. Und wir werden versuchen, ehrgeizig zu sein. Und ja, wir haben einen Vorschlag vorgelegt. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass er verwässert wurde. Das wollen wir vermeiden. Wir haben noch 1 bis 2 wirklich wichtige Monate im Trilog und die Szenarien, die ja vorgestellt werden, da möchte ich mich auf eines konzentrieren, nämlich auf jenes, wie wir die Strategiepläne nutzen können, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Ja, ich möchte gar nicht darüber diskutieren, warum wir jetzt den Vorschlag eingebracht haben. Wenn jemand da besser ausgestattet ist, dann kann er vielleicht demnächst einen Vorschlag einbringen. Aber ich denke, wir waren da, der Vorschlag muss einfach diskutiert werden. Und das tun wir ja auch. Der Strategieplan, warum ist also wichtig? Und hier geht es um Folgendes. Wir müssen uns die GAP und die breiteren Ziele, die dahinter stehen, anschauen. Wir haben ja Richtlinien zu Luft, zu Wasser und zu Biodiversität. Und trotzdem gibt es immer noch Probleme in diesen Bereichen. Und das ist in Beurteilungen, Einschätzungen klar zum Ausdruck gekommen. Es gibt auch eine Richtlinie zum Boden. Die gibt es nicht. Und wir haben ein Zahlungssystem, bei dem die Strategie als relevant umgesetzt wird für den Bereich Boden. Ich möchte mich darauf konzentrieren, dass Kosten in diesem Bereich sehr wichtig sind. Die letzte Folgen, seit 2008 wurden ja immer Folgenabschätzungen durchgeführt und seit 2008 sagen wir Folgendes, das Beste, um die Unterstützung, die Auszahlung zu verteilen, ist, dass man sich die Kosten für Land und Arbeitskräfte anschaut und bei diesen 3 Folgenabschätzungen haben wir ganz klar angegeben, dass die einzige Unterstützung, die Sinn macht, produktive Unterstützung ist. Die landbasierten Zahlungen sollten sich auf Folgendes konzentrieren. Wir sollten für alle Landwirte Anreize schaffen, dass sie ehrgeiziger sind in ihren Zielen. Das ist etwas, was wir in unserer Analyse herausgestellt haben. Es gibt kein Monopol für Best Practices. Es gibt einen sehr gesunden Wettbewerb zwischen verschiedenen bewährten Praktiken in der Praxis,
die Ergebnisse bringt für diejenigen, die in der Landwirtschaft aktiv sind, ob es nun der ökologische Landbau ist, ob es konventionelle Landwirtschaft ist, ob es Präzisionslandwirtschaft ist. In all diesen Bereichen sehen wir sehr konkrete Elemente, in denen sich wirtschaftliche und umweltbezogene Verbesserungen Ergebnisse haben. Wir möchten aber hier nichts, wir können hier aber nicht verallgemeinern. Es gibt immer noch viele Dinge, die verbessert werden müssen. Die GAP wird wird Anreize schaffen für die Erneuerung des Landwirtschaftssektors. Und nun komme ich zum nächsten, zum dritten Punkt. Was sind die Prioritäten, die wir in dieser kurzen Zeit noch setzen können, um hier ehrgeizige Ziele und eine Verbindung zum Green Deal zu schaffen? Hier geht es ja nicht um ein Versprechen. Hier geht es um eine Strategie in verschiedenen Bereichen, auf verschiedenen Ebenen. Und natürlich wird diese Strategie in einige Schwächen, einige Stärken aufweisen, aber es geht darum, voranzukommen, ehrgeizig voranzukommen. Viele der Programme werden auf die Mitgliedstaaten ausgerichtet sein, denn Greening hat uns ja gezeigt, dass die zentralen Regeln aus Brüssel nicht in den Mitgliedstaaten funktionieren. Was bei der Europäischen Kommission verbleibt, ist der strategische Plan. Und natürlich auch wird bei der Europäischen Kommission verbleiben die Überwachung im Nachgang. Und das ist ganz wichtig, um dort, wo die ehrgeizigen Ziele noch nicht angemessen umgesetzt werden, Anreize zu schaffen, das Ganze zu überwachen. Wenn man sich die Ergebnisse im Bereich des Klimaschutzes anguckt, kann man schon manchmal enttäuscht sein. Aber wir leben ja im digitalen Zeitalter und ja, wir haben Datenanalysen, wir haben Big Data und wir können sehr viele Startup-Unternehmen sehen, nicht nur der EU, sondern auch außerhalb der EU, die Informationen zu dem, was vor Ort passiert, verkaufen und uns aufzeigen, welche Herausforderungen bewältigt werden müssen. Und wenn wir innerhalb der EU diskutieren, dann sehen wir Folgendes und dann möchte ich zwei Beispiele dazu geben. Wir haben ein Webinar organisiert zu Nachhaltigkeitsdaten, um Indikatoren im Bereich der Umwelt zu entwickeln und diese mit Forschung zu verknüpfen und auch zur Vereinfachung beizutragen. Als es dann dabei zu Diskussionen kam, was wir mit diesen Daten machen, und Sebastian, du hast ja über Deutschland gesprochen, es wäre großartig, darüber zu sprechen, denn Deutschland ist immer sehr stark mit Datenschutzthemen beschäftigt. Der Datenschutz ist natürlich sehr wichtig, personenbezogene Daten. Aber wenn es um Wirtschaftsdaten geht, dann sieht der Datenschutz ganz anders aus. Da sollten Daten öffentlich verfügbar sein, weil es sich ja um öffentliche Güter handelt, die hier betrachtet werden. Und zweitens, der zweite Punkt, und da bin ich auch schon fertig, die Mitgliedstaaten haben in den Diskussionen über Vereinfachung gesprochen und gesagt, dass wir alles immer nur verkomplizieren. Und das vor dem Hintergrund der digitalen Transformation und aufgrund der großen Zahl an Indikatoren, die wir haben. Und drei Mitgliedstaaten, Irland, die Niederlande und Dänemark, haben in diesen Diskussionen gezeigt, dass sie in der Lage sind, die Datensammlung sehr stark zu vereinfachen und weniger komplex zu gestalten. Und das sind die Prioritäten, die wir setzen sollten, wenn wir hier voranschreiten wollen. Es geht nicht darum, weitere Prozentsätze oder Indikatoren hinzuzufügen, sondern es geht darum, mit einer bestimmten festen Anzahl an Indikatoren zu arbeiten, um entsprechend ehrgeizig voranschreiten und unsere Ziele erreichen zu können. Thank you so much, Tassos, on this perspective and your... Vielen Dank für Ihren Vortrag und vielen Dank für Ihre wichtigen Einblicke. Und jetzt möchte ich Harriet bitten, das Wort zu ergreifen. Harriet, Sie sind die letzte Rednerin. Sie haben die Möglichkeit, auf das Gesagte zu reagieren. Sie haben ja einiges gehört, wir alle.
Und ich freue mich jetzt wirklich sehr auf Ihre Kommentare. Vielen Dank. Vielen Dank, Christine. Ich werde mein Bestes geben. 7 Minuten habe ich, glaube ich. Ich arbeite an der Schnittstelle zwischen der Landwirtschaft und der Artenvielfalt. Uns beschäftigt der Verlust der Artenvielfalt auf der ganzen Welt und natürlich auch in Europa. Wir haben 57% weniger Vögel auf dem Acker in Europa seit 1980. Neueste Studien haben bestätigt, dass es auch für andere Arten passiert. Riesenrückgang von Insekten, fast 80% laut einer Studie in Deutschland. Wir befinden uns also wirklich in einem Notstand und laut Wissenschaftlern haben wir noch ein Jahrzehnt, um zu reagieren, sonst wird es zu weit geworden sein. Und es sind die Arten auf dem Acker, die am schlimmsten abschneiden und berichten der Umweltagentur zufolge, ist die größte Ursache für den Rückgang der Artenvielfalt das derzeitige Landwirtschaftssystem, also das dominante Landwirtschaftsmodell, ist dieses sehr intensive System, das überall anzutreffen ist, wenn wir aus Land fahren. Je einfacher die Landschaft, desto einfacher ist auch die Artenvielfalt. Deswegen ist es wichtig, wieder Platz zu finden für die Artenvielfalt. Wir benötigen wieder heterogene Ackerflächen. Das muss die Notfallmaßnahme sein. Und deswegen konzentriert man sich auch in der gemeinsamen Agrarpolitik hierauf gemäß GAEC 9. So that's the context and why. Also zum Kontext. Es muss dringend agiert werden. Und viele hier kennen die gemeinsame Agrarpolitik. Historisch war es aber wirklich eine Unterstützung für die Produktion. Und inzwischen werden unterschiedliche Produktionssysteme vielleicht nicht mehr direkt subventioniert, aber trotzdem ist es immer noch ein System, das sich auf die landwirtschaftliche Produktion konzentriert und auf die Subvention einer solchen Produktion. Wir möchten die Artenvielfalt wieder zurückbringen und gegen den Klimawandel ankämpfen. Aber auch für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion ist das langfristig wichtig, weil das derzeitige System auch eine negative Auswirkung auf die Erde hat. Das ganze Wasser wird aufgebraucht, zerstört auch die Bestäuber. Also ein System, das auch unsere Fähigkeit zerstören wird, uns langfristig zu ernähren. Und das meiste Geld fließt momentan in diese Direktzahlungen, die an kaum Bedingungen gekoppelt sind. Und das ist das größte Problem. Die Gelder für nicht an Bedingungen gekoppelte Produktionssysteme. Wir waren bereits 2018 mit dem Kommissionsvorschlag nicht zufrieden. Gut, es gab sehr viele schöne Worte über den Übergang zur nachhaltigen Landwirtschaft. In der Praxis hat unsere Analyse aber ergeben, und das wurde auch von Wissenschaftlern bestätigt, ja, tatsächlich versteckte sich auch hier wieder unter oder in dieser neuen Verpackung das Business as usual. Wieder einmal würde das meiste Geld in diese Direktzahlungen fließen, weil es ja hier auch neue Flexibilitäten für die Mitgliedschaften gibt. Es klang also schön,
Es gab aber im Gesetz nicht die Elemente, die die notwendige Veränderung vorangebracht hätte. Viel Flexibilität, was uns Sorgen bereitet. Wir waren also wirklich sehr enttäuscht und hatten gehofft, dass der Rat und dass das Parlament Verbesserungen herbeiführen würden. Wir hatten mehr Hoffnung für das Parlament als den Rat. Wir hatten die Hoffnung, dass das Parlament den Kommissionsvorschlag verbessern würde. Dann hätte man vielleicht auch ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen können, aber das Gegenteil ist eingetroffen, wo die Kommission versucht hatte, Schlupflöcher zu schließen, haben das Parlament und der Rat diese wieder geöffnet. Deswegen, dass wir hier auf Grundlage dieser Trilogverhandlungen nicht das erreichen können, was wir wollen. Und deswegen sollte die Kommission den GAP auch zurückziehen und einen neuen Vorschlag unterbreiten. Und Matteo hatte ja auch gesagt, dass jeder, der sagt, dass wir ein ganz anderes Ergebnis der Trilogverhandlungen haben können, diese Positionen nicht richtig versteht. Deswegen haben wir die Kommission dazu aufgerufen, die gemeinsame Agrarpolitik zurückzuziehen. Wir waren der Meinung, dass das richtig wäre, hier einen Vorschlag zu unterbreiten, der auch den neuen grünen Deal widerspiegelt. Und ich bin nicht damit einverstanden. Tasso sagte ja, dass das nicht funktionieren würde, wenn man denselben Rat und dasselbe Parlament hat. Das stimmt. Aber was die Kommission anfänglich vorschlägt, ist von kritischer Bedeutung, weil sie ja dann nur die Macht haben, das abzuändern. Und gleichzeitig hat man ja in der Zwischenzeit den grünen Deal. Bürgerinnen und Bürger haben sich auch mobilisiert, sind sich zunehmend der gemeinsamen Agrarpolitik bewusst. Gut, abschließend möchte ich noch sagen, dass wir die Kommission dazu aufrufen, den Vorschlag zurückzuziehen, was immer noch machbar ist. Wenn die Kommission dies nicht tut, dann stellt man sich natürlich die Frage, was im Rahmen der Triloge immer noch gerettet werden kann. Die Schlüsselanforderung ist nach wie vor wichtig, Gamechanger für die Artenvielfalt, dass also die Direktzahlungen an gewisse Konditionen gekoppelt sind. Und wie Alan schon sagte, sollte das auf allen Höfen der Fall sein. Und ineffektive Optionen sollten hier nicht erlaubt sein, wie es ja momentan der Fall ist. Mitgliedstaaten haben das ja, wie wir alle wissen, ausgenutzt. Sobald man das tut, leiden die Insekten und Vögel. Deswegen brauchen wir wahrhaftigen Platz für die Natur, müssen diese Schlupflöcher vermeiden. Und diese Gespräche stehen Ende April an. Kritische, offene Gespräche über diesen Punkt. Wenn wir das richtig hinbekommen, dann wird das zwar nicht alle Probleme lösen, wird aber sicherlich für die Artenvielfalt in Europa zuträglich sein. Wenn ich darf, noch zwei Punkte. Zunächst einmal Umweltausgaben. Wir möchten einen großen Haushalt für die Umwelt, möchten aber das nicht im Austausch für eine Schwächung der Qualität erzielen. Und ein letzter Punkt, der, so meine ich, auch schon erwähnt wurde, aber wirklich von kritischer Bedeutung ist, und das ist die Rechenschaftspflicht für die Performance. Die ganzen Versprechen, die uns gegeben wurden, machen Sie sich keine Sorgen, wird immer noch im Einklang sein mit dem Green Deal. Der Rat und das Parlament und die Kommission haben alle diese Versprechen gemacht. Hier stellt sich natürlich die Frage der Rechenschaftspflicht. Das muss noch passieren vor dem Ende dieser GAP-Periode, damit man nicht plötzlich sich im Jahr 2027 befindet und sagt, das hat nicht funktioniert, aber wir haben das ganze Geld ausgegeben. Hier ist die mittelfristige Überprüfung des Parlaments sehr, sehr wichtig. Das sollte etwas sein, das die Kommission unterstützt. Das war's. Dankeschön. Thank you very much, Harriet. Perfect. Can I ask everybody on the panel to switch on their cameras? Könnte ich jetzt bitte, ich möchte jetzt alle bitten, ihre Kameras einzuschalten.
Also alle Redner am Panel. Ja, wir befinden uns jetzt ja schon in der letzten Phase der Verhandlungen. Das heißt, das ist jetzt die letzte Chance, wirklich etwas Vernünftiges zustande zu bringen. Harriet, etwas, was du gesagt hast und was wirklich einen Unterschied zur Vergangenheit ausmacht, ist, dass die Debatten über die GAB ist ja nicht nur eine Expertendebatte, sondern die breite Öffentlichkeit war hier sehr interessiert und ist interessiert, denn die Öffentlichkeit sagt, das ist für mich auch wichtig. Der Bürger sagt, das ist etwas, was für mich auch sehr wichtig ist. Und diese Rechenschaftspflicht bekommt dann auch einen ganz anderen Charakter. Martin, ich würde jetzt gerne an dich zunächst übergeben. Du hast jetzt ja die verschiedenen Präsentationen und Statements hier gehört. Und du bist ja derjenige, der am engsten an diesem Prozess dran ist von der Grünen Partei. Und einige Fragen gingen ja auch direkt an dich hier in der F&A-Runde, in den Fragen und Antworten. Und eine Frage ist folgende: Was hältst du von der Bodenrichtlinie? Welche Optionen haben wir hier außerhalb der GAP, um den grünen Deal zu erreichen? Und die zweite Frage, die an dich geht aus dieser Fragen- und Antwortrunde, ist, dass die Grünen das Rennen verloren haben, hier die GAP auch auf die osteuropäischen Länder auszudehnen. Sollte da nicht mehr Aktivität, mehr Engagement erfolgen? Was sagst du bezüglich der osteuropäischen Länder? Was ist deine Antwort hier zu diesen beiden Fragen? Ja, zunächst mal danke für alle Panelisten, die jetzt hier eine kritische Stellungnahme abgegeben haben. Ich teile leider die kritischen Stellungnahmen und ich glaube auch nicht an Change im letzten Moment. Dafür ist die Zeit schon zu weit fortgeschritten und dafür wird jetzt Druck gemacht. Also wir werden unter Druck gesetzt, zu sagen, okay, jetzt müsst ihr eine Einigung erzielen, sonst kriegen die Bauern nächstes Jahr kein Geld. Unter der Situation leiden wir ja im Moment. Und man könnte jetzt sagen, okay, wir verhandeln jetzt durch bis zum Jahre 27 und dann warten wir ab, was eine neue GAP erbringt. Das können wir leider nicht machen. Aber in der Tat, ich schließe mir mal Harriet an, machen Sie sich Sorgen, muss man ja sagen, über das, was jetzt wird. Und wenn ich noch kurz darauf eingehen kann, warum funktioniert es wieder nicht? Ich glaube, einfach schlicht und ergreifend, weil die verschiedenen Ziele nicht zusammenpassen. Man kann nicht eine Weltmarktfähigkeit wollen, also Wettbewerbs in den Vordergrund stellen. Man kann nicht Umweltziele hinstellen und gleichzeitig dann noch hinstellen, dass wir Einkommen sichern wollen. Wenn Sie mir die Bauern hören und die Bauernverbände, die sagen ja, Einkommenspolitik ist die Kernaufgabe der gemeinsamen Agrarpolitik. Und ja, deshalb werden auch weiterhin 60% der Zahlungen an die Fläche gebunden. Und das ist der Kernfehler dieser GAP. Man kann nicht diese drei Ziele gleichzeitig nebeneinander fahren und kann sagen, das kriegen wir irgendwie alles schon hin, indem wir die Verteilung diskutieren. Wir müssen wegkommen von den Flächenzahlungen. Und das sehe ich im Moment nicht. Jetzt reden manche schon, wie Frau Klöckner in Deutschland, ja, das ist vielleicht die Überleitung zur nächsten GAP schon. Wir gehen ja ein bisschen weg davon, aber es reicht halt nicht. Wenn ich konkret eingehen kann, ja, die Länder im Osten, weil da vielleicht die Diskussion noch nicht so weit ist wie in anderen Bereichen über Umweltpolitik. Ich glaube, das ist nicht die Schuld. Das kann man nicht sagen, dass jetzt Länder wie Polen oder so diejenigen sind, die eine Reform verhindern. Es sind alle Agrarminister unisono. Weil alle Agrarminister gehen nach Hause zu ihren Bauern und sagen, schau mal, ich habe das Geld gesichert. Die Bauern in Deutschland oder in Polen oder in Ungarn, die haben keine Einkommenseinbußen zu fürchten. Das ist das primäre Ziel, das erlebe ich jeden Tag in den Verhandlungen der Agrarminister. Sie wollen das Geld sichern. Und es wird keine Reform geben, wenn es so weitergeht, wenn man nicht die Umweltminister mit an Bord nimmt. Die Experten, die müssen mit dann an Bord. Wir haben es ja versucht mit dem Umweltausschuss, der ja nur teilweise mitarbeiten konnte. Aber wenn wir eine Umweltpolitik mit Agrarpolitik verbinden wollen, dann müssen wir doch diejenigen mit an den Tisch holen, die am Ende darüber entscheiden. Es gäbe jetzt noch eine Möglichkeit. Ja, wir haben vor 2 Wochen abgestimmt über eine Bodenschutzstrategie. Das kann man machen. Man kann jetzt sozusagen versuchen, über Gesetzgebung sozusagen das Ziel zu erreichen. Man könnte ja auch sagen, Farm-to-Fork-Strategie
50% weniger Pestizide, könnte man auch sagen, okay, das muss man dann halt gesetzlich regeln. Da erwarten wir nicht, dass die Bauern das freiwillig machen, sondern da müssen wir halt die gesetzlichen Vorgaben verschärfen. Das wäre meiner Meinung nach die schlechteste Möglichkeit. Wir müssen die Bauern mitnehmen und am besten nehmen wir die Bauern mit, wenn wir ihnen eine Anreizkomponente zahlen für Umweltleistungen. Und das haben wir leider nicht geschafft. Und mich wundert eins, wenn ich das noch sagen darf, dass nach wie vor die Bauern so ruhig sind, weil ich sage das den Bauern auch immer, wenn das so weitergeht. Ich meine, wir haben in den letzten 20 Jahren die Hälfte aller Bauern verloren. Wenn diese Politik fortgesetzt wird, kann man sich ausrechnen, wo wir in 7 Jahren stehen. Und dass man meint, man könnte mit dieser Einkommenssubventionierung einen Strukturwandel aufhalten, ist kompletter Blödsinn. Wir fördern, auch wenn wir keine Kappung wahrscheinlich bekommen werden, wieder eher die großen Strukturen. Und deshalb macht ihr euch Sorgen darum, dass es so weitergeht. Und ja, ich hoffe, dass die Kommission nochmal tatsächlich einen Versuch unternimmt, was zu retten ist. Aber ich glaube tatsächlich, mit diesem Vorschlag von Hogan werden wir keine Korrektur hinbekommen. Entweder hoffen wir jetzt auf die nächste GAP, das wäre die schlechteste Lösung, oder Herr Timmermans stellt sich nochmal hin und sagt, das passt alles nicht zum Green Deal. Wir müssen nochmal ein Reset machen, wir müssen nochmal neu starten. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ich nehme Herrn Timmermans beim Wort. Der hat gesagt, auch bei unserem letzten Meeting, wenn das nichts wird, dann wird der es zurückziehen. Okay. Er steht dem Wort. Ich weiß nicht, wie er das nachher uns erzählen wird, dass das dann doch alles hübsch ist. Aber ich habe gelernt, dass es so viele Interpretationsmöglichkeiten gibt, dass aus einem schlechten Ergebnis wie jetzt in Deutschland aus den Strategieplänen plötzlich ein wunderbarer Change gemacht wird. Es ist leider alles kein großer Change. Es ist mehr vom Gleichen mit einem anderen Wording. Ja. Thank you very much, Martin. And I would like to direct... Danke. Danke, Martin. Ich möchte jetzt direkt mal zu Tassos übergeben. Eine Frage an dich aus dem Publikum. Wird die Kommission ihren Ansatz verändern und sagen, dass die Eco-Schemes kein einkommensgenerierendes Tool sein wird in den GAP-Regeln? Und ich denke, das steht ganz, ganz gut im Zusammenhang zu dem, was Martin gesagt hat, nämlich, dass wir von den Direktzahlungen weggehen müssen. Wie realistisch ist das denn, dass wir die Umweltminister auch in die Verhandlungen mit aufnehmen? Das würde ja doch eine Veränderung bringen, oder nicht? Es waren jetzt 3 oder 4 Fragen. Ich beginne mit den Umweltministern. In den strategischen Plänen sind das nicht nur die Umweltminister, sondern alle Minister, die indirekt hier beteiligt sind. Und in der Vorbereitung der strategischen Pläne sind die relevanten zuständigen Ministerien mit einzuschließen. Die zweite Sache, die wichtig ist, darüber habe ich schon mit Alan gesprochen und ich habe ihm gesagt, dass ich gerne in seiner Lage wäre und er gerne in meiner, was uns nun gefällt oder nicht. Eine Umweltpolitik für 27 Mitgliedstaaten wird immer die zweitbeste Option sein, im besten Fall, ob uns das nun gefällt oder nicht. Es ist wahrhaftig ein Kampf, die negativsten Elemente zu beseitigen und die positivsten zu verbessern. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Drittes Thema. Und dazu habe ich auch meine persönliche Meinung ganz klar zum Ausdruck gebracht. Umwelt und Wirtschaft kann miteinander im Einklang stehen. Die Umwelt muss Lebensmittel produzieren. Aber man kann keine Lebensmittel produzieren, wenn man kein Geld verdient. Man muss also auch wirtschaftlich nachhaltig sein. Immer mehr sehen wir, dass Lebensmittel auch auf nachhaltige Art und Weise produziert werden können. Und deswegen müssen diese beiden in Einklang gebracht werden. Und wir haben hier konkrete Beispiele angeboten, wie das gemacht werden kann.
Es muss aber klar festgelegt werden, wie wir hier Unterstützung bieten. Und es geht nicht darum zu sagen, hier Direktzahlungen auf Grundlage der Flächen. Ja, worauf wollen wir sonst unsere Zahlungen basieren? Auf Grundlage der Produkte? Haben wir ja gesehen. Preise oder Menschen, da müssen wir die Performance messen. Land ist Land, da können wir messen, was passiert. Lassen Sie uns das, was die Bauer erhalten, in Einklang bringen mit dem, was sie leisten. Hierauf müssen wir uns konzentrieren. Und das fehlt mir so ein bisschen in dieser Diskussion. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass Prioritäten sich beschränken sollten auf ein paar Bereiche, die zu dieser Ambition auch führen werden. Wenn wir nicht wissen, was bei der Konditionalität passiert, können wir die Performance der Bauer auch nicht messen. Und erlauben Sie es mir noch abschließend zu sagen, in Ihrem Bericht steht, ich weiß nicht, ob es hier um biologisches oder herkömmliches Land handelt, wichtig ist, und wir versuchen ja diese Botschaft zu verbreiten, dass es nicht nur um dieses Stück Land geht, es geht um 100% des Landes, das von Bedeutung ist. Wenn wir uns nur auf 30% konzentrieren, was in die Natur zurückgeht, und 30% für Ökoregelungen oder ein noch größerer Prozentsatz, dann wird es da draußen Flächen geben, die außerhalb der GAP bleiben. Und unsere Analyse hat gezeigt, dass wenn wir nicht 100% des Landes abdecken, wir die Gefahr laufen, die Produktionsmethoden zu intensivieren, was wiederum zu sehr, sehr viel mehr Schäden führen würde. Vielen Dank, Tassos. Mich würde jetzt interessieren, ob die anderen damit einverstanden sind oder nicht. Alan, Tassos hat Sie persönlich erwähnt. Und mich würde interessieren, ob Sie, auch Sie sagen würden, dass der derzeitige Zustand die zweitbeste Option ist. Vielleicht ist es ja nur die dritte oder viertbeste Option. Und dann möchte ich auch noch mal auf die folgende Frage eingehen. Konstantin Kokorols hat gefragt, ob die Panelisten darüber reden könnten, ob eine Einkommenskomponente eingeführt werden könnte für die Ökoregelungen und für die WTO-Konformität. Vielleicht können Sie auch darauf eingehen, Alan. Vielen Dank. Dann gehe ich zunächst einmal auf die WTO ein. Gibt es da auch Missverständnisse? Schauen wir uns zunächst einmal an, was die Vereinbarung zur Landwirtschaft sagt. Wenn man die Unterstützung an Bauer, an das, was sie produzieren, knüpft, dann sollte diese Unterstützung diszipliniert sein, um das Dumping zu vermeiden, das ja in der Vergangenheit stattgefunden hat. Es gibt aber hier auch Ausnahmen. Wenn man die Zahlungen verknüpft an spezifische Produktionsarten, wenn man zum Beispiel mehr Rotation möchte, dann kann man die Zahlungen verknüpfen an die Produktion von etwas ganz Spezifischem. Das kann also getan werden. So kann dafür Sorge getragen werden, dass die Zahlungen, die Bauer kompensieren, die Kosten dieser bestimmten landwirtschaftlichen Praxis. Der Grundsatz hinter dem Abkommen ist wichtig. Es geht darum, den Missbrauch zu vermeiden von sogenannten Umweltprogrammen, um marktverzerrende Unterstützung anzubieten, wovon andere Länder dann drunter leiden. Greening-Zahlungen, darauf möchte ich auch nochmal eingehen. Die meisten sind damit einverstanden, dass das nur eine begrenzte Umweltauswirkung hatte. Das zumindest besagt die wissenschaftliche Literatur.
Es war aber eine Zahlung an den Bauer, verknüpft an gewisse Umweltpraktiken. Ohne die WTO-Konditionalität wäre es zugelassen gewesen, sagt der Referent. Aus einer Umweltperspektive gibt es nur einen beschränkten Haushalt. Wir werden nie ausreichend Geld haben, um alle öffentlichen zu unterstützen. Das Budget ist begrenzt. Je mehr man den Haushalt verwendet, um Einkommensunterstützung anzubieten, desto weniger Geld bleibt übrig, um die Umweltveränderungen anzutreiben, die vonnöten sind. Es hat in der Vergangenheit Beweise gegeben, dass die Kommission die WTO-Einschränkung auf harte Art und Weise ausgelegt hat, überausgelegt hat, sagt der Referent. Im Allgemeinen ergibt es aber Sinn, die Zahlung an gewisse Ziele zu verknüpfen, statt das Ganze einfach nur offen zu lassen. Ich bin also kein großer Fan dieses Top-Up-Ansatzes und ich bin der Ansicht, dass es doch von Vorteil wäre, hier die Opportunitätskosten zu berücksichtigen. Und der Bericht drückt dies auch klar aus. Land für die Natur zu behalten, ist sicherlich von Vorteil für alle. Natürlich stellen wir uns hier schwierige politische Fragen. Es sieht vielleicht so aus, als würde man Bauern noch mehr geben, die eh schon ein höheres Einkommen beziehen als andere Bauer. Und man könnte meinen, dass man ihnen deswegen weniger Finanzmittel geben sollte. Aber naja, die WTO-Einschränkung ist manchmal auch durchaus sachdienlich. Das wäre Meinung. Tut mir leid, dass ich da so viel lange geredet habe. Kein Problem und auch höchst relevant, aus meiner Meinung nach. Diejenigen, die die Möglichkeit haben, ja, sehr gerne würde ich noch 5 Minuten länger mit Ihnen sprechen. Ich muss zugeben, dass es sehr viele interessante Fragen gibt. Wir werden sie sicherlich nicht alle beantworten können. Wer von Ihnen möchte weitermachen? Harriet, vielleicht ergreifen Sie noch einmal das Wort. Ich möchte nochmal auf den Kommentar von Tassos eingehen, dass das die zweitbeste Option ist. Und ich möchte auch nochmal auf die Rechenschaftspflicht eingehen, die Sie bereits zur Sprache gebracht haben. Was ist Ihre Meinung dazu? Was passiert, wenn jetzt 27 Mitgliedstaaten nicht liefern? Was kann getan werden, um hier in diesem Verhandlungsprozess Fuß zu fassen? Ja. Es ist natürlich eine schwierige Frage. Ich bin ja bei den Verhandlungen nicht persönlich dabei. Vielleicht ist Mark Antworter geeignet, um die politische Dynamik besser zu beschreiben. Ja. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann willst du wissen, wie es mit der Rechenschaftspflicht aussieht. Ja. Was ich damit sagen wollte, ist, dass es einige Elemente gibt, mit denen man die Rechenschaftspflicht verbessern kann. Eine ist zum Beispiel eine Halbzeitbewertung. Da hätte man die Chance, die Leistung der GAP vor Ende des Budgetzeitraums zu überprüfen. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Derzeit läuft das Ganze nicht in die richtige Richtung. Es gab eine Einigung bei dem letzten Trilog-Meeting über den Einfluss bestimmter Indikatoren und der wurde stark erhöht. Und da wurde beschlossen, dass die Rechenschaftspflicht der Mitgliedstaaten gesenkt werden soll. Das hat ja auch schon gesagt, dass man weniger Indikatoren aufnehmen könnte. Aber jetzt möchte ich ein Beispiel geben. Die Indikatoren der Kommission sehen ja so aus, dass da
ein Ökosystemmanagement ein wichtiger Indikator von der Kommission eingeführt wurde. Und diese Indikatoren, also dieser Ökosystemmanagement-Indikator zum Beispiel, wurde entfernt und wurde, man konzentriert sich jetzt nur noch auf die produktive Forstwirtschaft zum Beispiel. Ja, und der wurde umgewandelt in nachhaltige Forstwirtschaft, aber das bedeutet eigentlich ja nur, dass da auch ganz und gar nicht nachhaltige Abholzungspraktiken mit eingeschlossen sind. Das heißt, da sind wir ganz weit weg von dem, was wir eigentlich unter Nachhaltigkeit verstehen. Ein weiteres Element ist auch, wie lange die Kommission dann auch Zeit hat, um die Pläne der Mitgliedstaaten zu überprüfen. 8 Monate wurden da von der Kommission vorgeschlagen. Das Parlament und der Rat möchten daraus 6 Monate machen. Das zeigt nur, dass hier die Zeit enger gesteckt wird, um Überprüfungen vornehmen zu können. Vielleicht können Martin oder Tassos das nochmal bestätigen, aber ich denke, es wird wichtig sein, dass wir flexibler sind, dass wir mehr Optionen haben, um alles richtig zu machen. Und diese Mechanismen sind einfach wichtig, um die Leistung zu überprüfen. Das finde ich ganz wichtig. Ja, Harriet, vielen Dank. Vielleicht kannst du uns noch etwas sagen zu den Indikatoren zur Halbjahresüberprüfung, zur Halbzeitüberprüfung. Stefan Lehner hat noch eine Frage gestellt, und zwar ist die Frage, die neue Flexibilität für die Mitgliedstaaten, ist das günstig für eine ökologische Reform? Die deutschen nationalen Pläne wirken recht vielversprechend, da wir ja in den einzelnen Bundesländern sehr viele grüne Agrarminister haben. Ja, vielleicht fange ich direkt mit dieser Frage an. Das neue Umsetzungsmodell der GAP-Reform ist ja ganz interessant, finde ich. Aber die besteht ja aus 2 Bausteinen. Erstmal haben wir ja die nationalen Regierungen, die da die Verantwortung haben. Wir haben verschiedene grüne Landwirtschaftsminister, aber dann muss man auch immer berücksichtigen, welches Gewicht sie denn dann auch im Bundesrat haben. Und da ist die Mehrheit ja immer noch bei den anderen Parteien. Und ich war da wirklich überrascht, dass diese Verbesserungen eingeführt werden konnten. Das heißt, die wurden ja von den grünen Ministern eingeführt und die haben es dann geschafft, eine Mehrheit dafür zu gewinnen. Die Details müssen ja noch ausgearbeitet werden. Ich bin da noch ein bisschen kritisch und viel hängt auch von den rechtlichen Details ab, um diesen Mechanismus dann und diese Regelungen für die Bauern auch umsetzbar und funktionierend zu machen. Diese Rechenschaftspflicht, die ist wichtig. Das neue Umsetzungsmodell basiert ja genau auf dieser Rechenschaft, die eingeführt werden soll. Und Tassos hat das ja auch schon unterstrichen. Da bin ich ganz bei ihm. Gute Indikatoren aus der Praxis über das neue Satellitensystem, neue Berichtsdaten, das ist ganz wichtig. Und die Kommission muss ihre Rolle nutzen und die Strategiepläne zu überprüfen. Wenn die Kommission die Maßnahmen überprüft, dann sollten sie diese Aufgabe auch entsprechend ausfüllen und Richtlinien ausgeben, welche Eco-Schemes akzeptabel sind oder was unter Eco-Schemes akzeptabel ist und was nicht akzeptabel ist. Jetzt möchte ich noch was zu den WTO-Kriterien sagen. Alan, danke für diese interessanten Anmerkungen, die du gemacht hast. Und ich denke, du hast an vielen Aspekten recht. Ich möchte vielleicht noch eines hinzufügen. Aus wissenschaftlicher Sicht gehen ja viele wissenschaftliche Empfehlungen in die Richtung zu sagen, Opportunitätskosten sollten einbezogen werden, um zu sehen, welche Zahlungen gerechtfertigt sind.
Und das sollten wir auf regionaler Ebene berechnen. Aber wir wissen, dass das auch gefährlich ist, so eine Herangehensweise. Und ich weiß nicht, ob eine nationale Regierung so ein System wirklich umsetzen kann. Das wäre natürlich besser als so ein Top-Ups-Ansatz, aber wenn wir so ein regionalisiertes System der Opportunitätskosten nicht umsetzen können, dann haben wir natürlich auch noch das Problem der Fairness zu berücksichtigen. Und ein einheitlicher Top-Up ist ja auch noch eine Möglichkeit, denn wenn man sagt, dass die Opportunitätskosten einem bestimmten Verteilungsmechanismus folgen. Und wenn man dann eine Zahlung innerhalb dieser Verteilungsmechanismus festlegt, dann hat man ja immer gleichzeitig auch eine Top-Up-Zahlung für jemanden mit geringeren Opportunitätskosten impliziert. Ja, das ist ein Problem, das ich sehe. Und daher stimme ich insofern überein, dass regionalisierte Opportunitätskosten eine gute Möglichkeit sind, aber kleine Incentives dann immer noch die zweitbeste Möglichkeit sind. Und ich sage da ganz bewusst kleine Anreize. Danke. Ja, danke, Sebastian. Es ist wirklich schade, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben, hier noch die weiteren Fragen zu behandeln. Es gibt wirklich so viele interessante Punkte, die zu besprechen werden. Matteo, jetzt würde ich gerne nochmal an dich übergeben, bevor ich dann zum Schlusswort zu Martin komme. Ich möchte noch mal was zu den Incentives sagen. Lynn Fortin hat ja eine Frage im Forum gestellt und die Frage lautet, wie kann man denn Pharma mit Anreizen ausstatten, langfristige Investitionen zu tätigen? Zum Beispiel Pharma, die dann nicht unbedingt sich Sorgen darüber machen müssen, dass sie im nächsten Jahr insolvent gehen. Wie kann man hier langfristige Auswirkungen externer Kosten mit einbeziehen in dieses Anreizsystem? Diese langfristige Perspektive, wie würdest du dies integriert sehen wollen? Vielen Dank. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Noch einmal ein großes Dankeschön für die Einladung. Es war mir eine Freude, die ganzen Details mit Ihnen zu besprechen. Ja, die Unterstützung steht im Vertrag. Es gibt unterschiedliche Instrumente und es gibt immer mehr Diversionen, was die Instrumente angeht. Zahlungen für die Belohnung von Umweltergebnissen oder auch Zahlungen, die Land belohnen mit immer mehr Konditionalitäten. Das ist die Annahme, dass die Konditionalitäten zunehmen und wir somit eine faire und nachhaltige Produktion haben. Das Ergebnis aber ist, dass es immer mehr Landkonzentration gibt, Bauer verschwinden, junge Menschen verlassen den ländlichen Raum. Weil das für sie nicht mehr ausreicht, um ein Einkommen zu beziehen. Und der zentrale Punkt der gemeinsamen Agrarpolitik, die Belohnung der Arbeit, die die Bauer tun, um sicherzustellen, dass sie in den Höfen bleiben, dass sie den ländlichen Raum bevölkern. Es geht nicht nur um Lebensmittel. Es stimmt, dass die Landwirtschaft für die Lebensmittelproduktion verantwortlich ist. Aber das rechtfertigt auch eine Rückkehr zum strukturellen Ansatz. Ich hoffe, dass die zukünftigen Instrumente, wie auch immer sie aussehen werden, die Arbeit in den Mittelpunkt rücken. Wenn wir ein System unterstützen, das auf der Logik der Märkte basiert, in einem solchen Fall werden wir die natürlichen Ressourcen immer mehr ausnutzen und dann wird es noch mehr negative Auswirkungen geben. Also, wir brauchen eine Deckelung. Wenn die Zahlungen immer noch auf Grundlage des Landes erfolgen, dann brauchen wir Deckelungen. Ansonsten wird das
immer mehr Konzentration geben, dann werden nur die Landeigentümer davon profitieren. Am Ende des Trilogs hoffe ich, dass das eine verpflichtende Forderung an alle Mitgliedstaaten sein wird. Vielen Dank, Matteo. Sie haben sogar die letzte Frage beantwortet. Noch einmal vielen, vielen Dank an alle Panelisten. Ich sprach im Hintergrund kurz mit den Kollegen des Brüsseler Büros. Wir werden alle Fragen aus dem Chat kopieren. Dann werden wir uns überlegen, ob es möglich sein wird, E-Mails zu verschicken, um diese Fragen zu beantworten. Matteo, vielleicht könnten manche dieser gepostet werden. Allen, auch Sie haben einen Blog. Es könnte vielleicht für Sie von Interesse sein, auf einige der Fragen weiterhin noch einzugehen. Jetzt erteile ich aber nochmal Martin das Wort für seine abschließenden Kommentare. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bereits jetzt an alle. Und ich glaube, wichtig war auch nochmal zusammenzufassen, dass wir die letzten Wochen nutzen müssen, um nochmal richtig Druck zu machen an alle, die da verhandeln. Es ist ja gefragt worden zweimal, was ist ein Trilog? Ein Trilog bedeutet, dass sich drei Institutionen einigen müssen. Es wird also nicht so sein, dass zwei sich einigen und der dritte zuschaut, sondern alle drei müssen einen Kompromiss erzielen. Und auf alle drei muss nochmal Druck ausgeübt werden. Und die Hoffnung, dass man sagt, okay, Regionalisierung bedeutet, dass ein Land, wo man gerade an der Regierung ist, dass das dann besser wird, das ist eine Hoffnung. Aber wir müssen halt sehen, dass wir, und das habe ich vorhin auch gesagt, wir müssen eine gemeinsame europäische Agrarpolitik, das finde ich, das ist das einzige Projekt, das wir in Europa wirklich gemeinsam haben, das können wir jetzt nicht sagen, nationalen Egoismen opfern, da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, dass das tatsächlich gemeinsame Agrarpolitik bleibt. Und nochmal ein Wort zu Tasso, weil er gesagt hat, es ginge nicht anders, wir hätten ja nur den Hektar als Grundlage. Ich finde, wir sollten die Bauern als Grundlage der Bezahlung nehmen und ein Stück weit darüber nachdenken, einen Gesellschaftsvertrag mit den Bauern zu machen und nicht einen Vertrag mit dem Hektar. Wir wissen auch, dass es in zwei Ländern massive Betrugsverfahren gibt, in Tschechien und in Ungarn. Wenn wir das weiter so verteilen, wird das einfach zunehmend ein Problem und die Glaubwürdigkeit der europäischen Agrarpolitik wird leiden. Das ist einfach so. Wir müssen uns rechtfertigen am Ende dieses Trilogs, ob wir tatsächlich zumindest einen Teil der Ziele erreicht haben. Ich hoffe, wir können noch ein paar gute Ergebnisse erreichen. Aber wie gesagt, ich sage es nochmal, wir müssen diesen Druck nochmal erhöhen an alle, auch gegenüber der Kommission, die den Green Deal im Auge haben muss. Wenn wir jetzt sozusagen das erste große Reformprojekt in der Zeit von Frau von der Leyen sozusagen in den Sand setzen, weil wir die Ziele alle nicht erreichen, dann wird es in allen anderen Bereichen, bei Energiepolitik, bei Wirtschaftspolitik auch noch schwieriger werden, die Ziele erreichen, 2050 klimaneutraler Kontinent zu werden. Und ich denke, die Agrarpolitik muss sich an den Zielen des Green Deal messen lassen. Bis jetzt sehe ich das noch nicht erreicht, aber ich gebe die Hoffnung erst am letzten Tag auf. Ich danke allen nochmal und hoffe, wir können diese Debatte fortsetzen. Und ja, auf meiner Seite steht die Studie nochmal in Englisch und in Deutsch. Die kann man anschauen von Arc und von Sebastian Lagner. Und ich setze die Debatte natürlich fort. Sobald wir sozusagen kurz vor Ende des Trilogs sind, machen wir nochmal so eine Veranstaltung. Und danke auch, Christine. Und danke auch nochmal an die Übersetzer. Vielen, vielen herzlichen Dank. Thank you very much also from my side. Goodbye.